Meine Finger lagen starr auf der Tastatur. In meiner Brust war es irgendwie verengt. Der Atem schaffte es nicht mehr bis zum Zwerchfell. Er blieb irgendwo in der Halsgegend stecken. Und ich spürte die Blicke in meinem Nacken der Zuschauer, die dann mal mein Video schauen. Ihr Urteil wog bereits schwer auf meinen Schultern, bevor irgendjemand das Video überhaupt gesehen hatte. Würden Sie mir einen Daumen runter geben oder sogar einen negativen Kommentar hinterlassen? Soll ich das Video wirklich veröffentlichen? Das war vor 10 Jahren, als ich meinen damaligen YouTube-Kanal Judy TV startete. Ich hatte ein Talk-Format lanciert und meine erste Sendung nahm ich mit dem Musiker Levin auf. In dieser Zeit arbeitete ich noch als Videojournalistin bei einer Agentur und ich kannte mich mit Technik aus. Ich war mich aber gewohnt, hinter der Kamera zu stehen. Und jetzt war ich plötzlich vor der Kamera und die Kommentare kamen dann eben direkt zu mir. Wollte ich das wirklich wagen und warum? Der Newsdruck bei der Arbeit war sehr groß und ich wollte mir nebenbei noch was anderes aufbauen. Ich wollte ein Format schaffen, wo ich selber die Themen setzen konnte und wo ich Zeit hatte, um mit meinen Fragen auch in die Tiefe zu gehen. Und dazu kam, diese Smartphones waren da noch recht neu. Ich wollte ausprobieren, was ist möglich mit diesen iPhones? Wie kann ich ein Mikrofon anschließen? Wie kann ich sie auf ein Stativ stellen? Und wie kann ich meine eigene Sendung aufnehmen und auf YouTube veröffentlichen? Und wenn ich schon einen eigenen YouTube-Kanal habe, dann gehört es natürlich dazu, dass ich die Videos auch veröffentliche. Ich legte also meine Hand auf die Maus, atmete ein, puh, veröffentlicht. Da passierte natürlich noch nichts, brauchte ja eine Weile. Es hat nicht die ganze Welt darauf gewartet, dass sie endlich mein Video sehen können. Ich habe das dann mal so den Link geteilt, auch auf anderen sozialen Plattformen und Levin hat das auch geteilt und dann kamen dann so die ersten Leute, die sich das Video anschauten. Es waren vor allem Leute, die ich kannte und Feedbacks bekam ich dann auch vor allem in meinem Freundeskreis von Leuten, die sagten, hey cool, was hast du da gemacht, dein Video und vor allem wow, spannend, was mit dem Smartphone überhaupt möglich ist. Ich nahm weitere Talks auf und auch die ersten Tutorials, in denen ich eben zeigte, wie ich ein Mikrofon an meinem Smartphone anschloss und ich musste da extra die kleinen Kabeladapter und auch das Gehäuse, damit ich das Smartphone aufs Stativ stellen konnte, alles in der USA bestellen, weil es das hier noch gar nicht gab. Und dann kam da der Kommentar, der mir wieder den Magen etwas zusammenzog und ein Gewicht auf die Schulter legte. Ein Journalist schrieb, was hast du da für einen Hintergrund, dein Bücherregal? Du schreibst, dass du eine journalistische Ausbildung und Maths gemacht hast, also dann solltest du doch wissen, dass man nicht einen solchen Hintergrund wählt. Puh. Ja, ich hatte das gelernt. Bücherwand, viel Kleines Geschriebenes, lenkt ab, nimmt die Aufmerksamkeit. Aber ich hatte ein kleines Büro, da war das Bücherregal, ich hatte keine Videoleuchten, ich hatte das Fenster als meine Lichtquelle und wenn ich diese Lichtquelle nutzte, dann war das Büchergestell im Hintergrund. Ich hatte im Moment nicht mehr Platz und ich wollte doch einfach Videos produzieren und ausprobieren. Aber ich merkte auch, dass es an meinem Stolz kratzte. Journalistenkollege, hey, musst du doch wissen. Ich habe dann versucht, das ein bisschen umzustellen und in meinem kleinen Büro halt den Hintergrund trotzdem etwas zu verändern und zu verbessern. Und heute habe ich einen größeren Raum, habe mehr Platz und ich habe Lampen, 2 LED-Panels, das macht das Ganze natürlich einfacher. Unterdessen veröffentliche ich regelmäßig Tutorials auf YouTube. Und ich habe auch Videos, die wurden schon über 100.000 Mal geschaut und mit so vielen Zuschauern, da nimmt natürlich die Wahrscheinlichkeit für Negativkommentare auch zu. Und dann habe ich experimentiert mit Werben geschaltet auf meine YouTube-Videos und plötzlich ist eines meiner Videos in so einen Strudel geraten. Und da kamen Kommentare, die unter der Gürtellinie waren. Zuerst war es mehr so, hey, was hast du da für ein Deutsch und Schweizerin, hä? Und dann ging es aber immer tiefer und verletzender und vergrab dich, sei still, du hast doch gar nichts zu sagen. Und dann lese ich das und ich merke,
vergrab dich, oder? Plötzlich dreht sich das in meinem Kopf und dieser Satz kommt wieder. Und es macht was mit mir. Auch wenn ich versuche zu sagen, hey, schau, das sind all diese positiven Kommentare, es ist nicht so, dass es einfach spurlos an mir vorbeigeht. Und ich habe dann da auch die Werbung gestoppt. Spannenderweise habe ich das gleiche Video auf Facebook geschaltet, habe dort auch etwas Werbung geschaltet und bekam dort sehr viele gute, positive Feedbacks. Aber irgendwie auf YouTube, da kam es in so einen Strudel rein. Und die haben sich gegenseitig kommentiert und auch hochgeschaukelt. Und ich habe dann diese Kommentare, ich habe sie wirklich einfach gelöscht. Und ich habe auch diese Leute, die das geschrieben haben, habe ich gebannt, dass sie da nicht mehr auf meinem YouTube-Kanal kommentieren können. Und jemand hat sich dann gemeldet und gesagt, ha, magst keine Kritik verleiden, und löschst da diese Kommentare. Und dann habe ich geschrieben, konstruktive Kritik bringt sie, über den Inhalt können wir reden, aber nicht, wenn ich persönlich angegriffen werde oder wenn es um mein Äußeres geht. Das muss ich nicht haben. Das ist meine Psychohygiene. Ich lösche das und dann ist gut. Es war hart und es war nicht so, dass mit dem Löschen einfach jeder Kommentar auch aus meinem Gedächtnis war. Aber wenn es kam, dann habe ich es einfach wieder losgelassen, weggelassen und habe mich auf die positiven und die dankbaren Kommentare, die viel, viel häufiger sind, konzentriert. Habe ich mir überlegt, aufzuhören? Nein. Es sind wenige Leute, die in den Kommentaren verletzen, die nicht konstruktiv sind, die einfach mal irgendeine Beleidigung rauslassen. Und wenn wir uns zurückziehen wegen diesen Leuten und uns vergraben und schweigen, wem überlassen wir denn den Platz? Welchen Botschaften überlassen wir den Platz? Den Beleidigungen, den Beschimpfungen, den Worten, den lieblosen Worten? Das war für mich keine Alternative. Ich schaute, was ich optimieren konnte bei meiner Werbung und heute ist es so, ich habe wirklich sehr wenige Negativkommentare und wann, dann sind sie meistens wirklich, ist es eher wegen meinem Deutsch, darüber kann ich stehen und heute auch lachen, gebe mir da alle Mühe. Aber es kann einfach mal sein. Aber das ist für mich kein Grund, um diesen Leuten den Rücken zu kehren und zu sagen, okay, jetzt schweige ich halt und ich überlasse den Platz dir. Nein. Mein Ziel ist es, dass ich Menschen helfen kann, dass auch sie mit einer positiven Botschaft auftreten können und diese teilen können, dass sie herausbringen können ins Netz, eben mit positiven, inspirierenden und liebevollen Worten. Und das möchte ich auch dir helfen, dass auch du heraustreten kannst, dass auch du deine Geschichte erzählen kannst, dass auch du vor der Kamera sein kannst und deine Botschaft weitergeben kannst. Und dafür habe ich einen Kurs, der heißt Selbst und sicher vor der Kamera in einer Woche. Ich möchte dir in diesem Kurs zeigen, wie du nicht die gleichen Fehler wie ich nochmals machen musst. Also ich zeige dir von Anfang an, was sind gute Hintergründe, wie stellst du dich ins beste Licht, wie bekommst du einen guten Ton und wie positionierst du dich im Bild, damit du eben dich selber sein kannst und auch kompetent wirkst. Und das übst du in dieser Woche. Nach einer Woche hast du die Grundlagen und kannst loslegen. Ich würde dir gerne helfen, dass du eben auch bei den Leuten sein kannst, die sagen, hey, ich lasse mich nicht zurückhalten von Negativkommentaren, sondern ich habe etwas Gutes beizusteuern, ich habe eine Botschaft, ich habe etwas weiterzugeben und ich will das mit anderen teilen. Du findest die Informationen zu meinem Kurs unten im Link oder auch oben im i über die Infokarte. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dort wiedersehen. Bis bald. Tschüss.